Free FM. Radio Free FM präsentiert Tribünen. Dann einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Egal wann und wo ihr diesen Podcast anhört oder vielleicht ihr auch jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeitszeit morgens 6 Uhr das Radio angemacht habt, was gibt's da nicht Besseres, als darüber zu reden, wie sich andere Menschen die Fresse polieren? So ist es. Auch von mir ein wunderschönes Hallo, ihr Lieben. Ja, der Andi und meine Wenigkeit Domme, wir haben uns vereint zur ersten Ausgabe On Air von Tribünendach, dem ersten Sportpodcast von Radio Free FM. Und wir sind so crossmedial unterwegs. Ihr hört uns zuerst On Air und danach in den sozialen Kanälen. Also alles Wahnsinn. Abchecken. Ja, es ist der Wahnsinn, was die Technik mittlerweile nicht alles kann. Ja, und wir sind voll dabei. Und wir sind voll dabei. Apropos, was die Technik nicht alles kann. Jetzt bin ich gespannt. Auf die Überleitung bin ich. Ja? Die richtige Technik, auf die kommt es vor allem an, wenn man anderen so richtig schön die Fresse polieren möchte. Wenn man das jetzt mal hier ja, habe ich auch gehört. Ja. Wir wollen uns am Anfang im ersten Part mal ein bisschen über die Faszination Boxen unterhalten, weil ich hatte ein sehr witziges Gespräch auf einem Stadtfest. Da kam dann eine Dame her, also wir kannten die alle nicht. Drei Jungs, auf einmal kommt sie her und meine Kumpels so machen so aus Spaß, zeigen sie sich so ein paar Techniken, wie die beim Boxen waren. Und dann sagt sie nur, ey, du musst deine Hüfte mehr eindrehen. Und zack, war sie mittendrin im Gespräch. Mittendrin statt nur dabei sozusagen. Und dann ging es wirklich um Boxen, Kickboxen, alles mögliche, MMA. Und dann hat mir ein Kumpel von mir gesagt, es ist wie so eine Sucht. Und dann bin ich hellhörig geworden. Dann kamen da meine sportjournalistischen Fühler, habe ich da ausgestreckt. Der erste mir gesagt hat, dieses Einstecken ist die große Sucht. Also dieses einfach wirklich kassieren. Und das fand ich schon krass, wo ich mir gedacht habe, da müssen wir drüber reden. Ja, aber das kann man doch auch einfacher haben. Ja, man muss jetzt ja nicht unbedingt in einen Boxclub gehen, um sich gegenseitig die Fresse zu polieren. Da reicht manchmal auch das Donaustadion. Ja, eben. Da hier. Auswärtsspiel in Reutlingen. Ja, man braucht nicht mal für lau. Wollte gerade sagen, man braucht ja nicht mal das Ticket dafür. Es reicht ja schon nur, wenn man anreist. Ja, eben. Einfach hinfahren hier auf die Wiese hinter der Kreuzeiche und schön vermöbeln lassen. Und das Ganze an einem entspannten Samstagnachmittag. Wer es mag. Ja, ich finde es auch nervig, wenn wieder heimhocken bei der Familie. Familien-Samstag. Ich denke mir das auch so oft, ja, genau. Denkst du auch lieber, oh, jetzt in Boxclub oder jetzt nach Reutlingen und dann mal schön kassieren. Wäre schon was Feines. Ja, ich habe das oft, dass ich denke, jetzt mit meinen Kindern irgendwas unternehmen oder mir einfach ein paar in die Fresse hauen lassen. Und ich fahr dann regelmäßig, genau, lass mich vermöbeln. Finde ich super. Schaust du Boxen? Selten. Ich habe tatsächlich früher öfter geschaut, als das noch so ein bisschen gehypt war, sage ich mal, in Deutschland auch. Als hier der Gentleman oder wie in RTL immer genannt wurde, der Gentleman-Boxer Henry Maske noch, der Gentleman noch unterwegs war. Ich bin, habe tatsächlich damals, als ich klein war, ich bin ja ein bisschen älter als du, gehöre ich so zur auslaufenden Generation, die noch für Mike Tyson Wettkämpfe aufgestanden ist, mitten in der Nacht. Und ja, das war schon so hier, Tyson, Foreman, doch später dann Schulz und Maske, als das eben viel lief. Da war ich dann schon regelmäßig zur Primetime im deutschen Fernsehen dabei. Und live war ich, weil ich ja aus Karlsruhe komme, natürlich bei Regina Halmich. Da habe ich mir zwei Kämpfe live angeschaut in Karlsruhe. Kommt die aus Karlsruhe? Ja. Ah, das wusste ich auch nicht. Ja gut, die war natürlich auch hart unterwegs. Da habe ich auch das ein oder andere gesehen. Ich meine sogar auch mal bei Olympia. Ja. Hui, 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 hui. Alles Gute und Harte kommt aus Karlsruhe. ich habe da immer nur das Bild vor Augen, diesen Vergleich. Schulmädchen morgens, weißt du, so Abiturjahrgang, nochmal anderthalb Stunden hübsch machen. Und dann im Vergleich eine Boxerin. Ja, wobei Regina Halmich konnte ja. Also die konnte sich, oder kann sie immer noch, die kann sich auch schon hübsch machen. Also so ist es ja nicht. Klar, nach dem Kampf sah die natürlich echt nicht mehr ganz so hübsch aus, bisschen verbeult, obwohl sie gewonnen hatte. Aber ja,
so zwischen den Kämpfen hier, während der monatelangen Pausen, da kann die sich natürlich, da sieht die schon anders aus. Ne? Klar. Ich finde das schon krass, also dieses einfach so auf die Fresse hauen, also mich nimmt das immer mit, also ich habe immer Klitschko und sowas geguckt, mit Oma, Opa gemeinsam, so schön um 11 ist Samstagabend, eigentlich sollte man schon seit einer Stunde ins Bett, aber bei Oma darf man ja natürlich noch ein bisschen wach bleiben. Ja klar, wenn Dr. Hammer kämpft, oder wie hieß er, Dr. Faust, wie hieß er denn? Ich glaube Dr. Faust. Dr. Faust, ja, super, super Idee. Mhm, ja. Und ich weiß immer halt nur, wie ich es angeguckt habe und wie ich so bei jedem Schlag gefühlt mit eingezuckt bin, so nach dem Motto, wow, fuck, ich glaube, der Leberhaken ging jetzt in meine Richtung. Jetzt stelle ich mir vor, wie witzig wäre das, wenn es damals schon zu meiner Kindheit 3D-Fernseher gegeben hätte. Du hättest mitgeblutet. Ich glaube auch, ich hätte einfach aus dem Nichts Nasenbluten bekommen. Ja. Aber woher, ja, Klitschko, was glaubst du, woher kommt so diese Faszination? Also ich hocke jetzt wirklich seit 4 Tagen dran. Also wir sind ja ein transparenter Podcast. Es ist bei uns gerade Montagabend. Das heißt, es ist ja schon ein Weilchen her, als wir das jetzt aufgenommen haben, sozusagen, wenn man das jetzt ganz jetzt nachhört. Und ich hocke wirklich seit 4 Tagen daheim und frage mich, wow, wie kann man so viel Leidenschaft für etwas entwickeln, dass man ja nicht nur irgendwie psychischen Schmerz mit einsteckt, wie man es als VfB-Fan gerne macht, sondern dass man auch wirklich eher einfach auch noch auf die Schläge aus ist. Also es ist so, ich habe ja mal Sportsoziologie tatsächlich erfolgreich studiert in England und das ist tatsächlich eine Frage, die ja oft gestellt wird im Bereich des Sports und der Sporthistorie und der Soziologie. Und es ist aber so, der Mensch kämpft gerne generell. Also das mal so als das eine. Und im Mittelalter gab es dann zum Beispiel ja regelmäßig Ritterturniere. Und zwar nicht so Turniere, wie wir es heute kennen, sondern da war das noch richtig Mann gegen Mann, weil denen langweilig war, weil die eigentlich nur auf Krieg aus waren. Das war ja ihr Beruf. Und wenn die nichts zu tun hatten, dann haben die sich auf Leben und Tod in 2 oder 3 Mannschaften auf Feldern getroffen und quasi getötet oder zumindest schwer verletzt. Und da gibt es noch mittelalterliche Quellen aus dem 13. und 14. Jahrhundert, wo also damals schon Ritter dabei waren, die nicht ganz so mutig waren, sondern hinterhältig. Und die haben dann aus dem Zuschauerbereich raus quasi zugestochen. Also immer, wenn einer vorbeikam, gab es einen Hieb. Und irgendwann hatten die von so einem Typen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, hatten die dermaßen einfach die Schnauze voll, dass sie ihn dann auch niedergemetzelt haben, ne, zur Strafe. Also es war damals tatsächlich der Übergang auch zwischen Zuschauer und Teilnehmer war oft fließend. Und im Laufe der Zeit wurde das dementsprechend zivilisiert, sodass das, was noch übrig blieb, die 2 Männer in der Mitte sind, 1 gegen 1. Es gibt ja auch Mannschaftssportarten, da ist das Fußball, Rugby oder so, ne? Da sind es dann immer noch diese Teams, die gegeneinander antreten. Und inzwischen sind wir aber wenigstens so weit, dass ja der gepflegte Zuschauer nicht mehr in den Kampf eingreift und auch nicht mehr Gefahr läuft, irgendwie niedergemetzelt zu werden. Also so weit haben wir uns immerhin entwickelt. Aber dieses menschliche sich bekämpfen wollen und eine Frage von Macht und Revier verteidigen, und das ist natürlich schon noch da. Und beim einen mehr, beim anderen weniger. Vielleicht bei Klitschko und dem Gentleman-Boxer ein bisschen mehr als bei uns zwei. Wobei die auch bessere Voraussetzungen haben, muss man dazu. Also, ich sehe mich jetzt nicht im Schwergewicht. Stell dir mal nur das Bild vor, wie auf einmal der Ring aufgeht und zum Klitschko einmal in die Masse reinrennt. Geil, oder? Die Idee ist so, das ist wie ein Platzsturm, also ein Ringsturm. Da kriegen VIP-Plätze eine ganz andere Bedeutung. Ja. Am Montag so, im Büro morgens. Wo kommst du denn her? Ha, ich hatte VIP-Plätze beim Klitschko. Aber passend dazu. Mittendrin, ja. Dann nur dabei. Ich war die Ringglocke. Ich habe alle 3 Minuten bekommen. Was ja übrigens, Ringglocke, da fällt mir ein, was ich damals, das fand ich ja dann super, dass die damals diesen Michael Buffer aus Amerika, aus Las Vegas, ins deutsche Fernsehen geholt haben. Ja, du weißt, wen ich meine, diesen Announcer, der dann die Boxer ankündigt. Let's und so. Get ready to rumble! Genau, diesen, das war ja sein Markenzeichen. Das war natürlich schon hier. Da gibt's, der hat auch, meine ich, also da hat eine Ansage, die ist immer noch legendär, weil ich probiere es jetzt in Originallänge nachzumachen, okay? Okay, ja. Vorsicht, wird laut.
Ladies and Gentlemen. Ich hab mich beömmelt vor Lachen. Also wirklich so 40 Sekunden lang Stimme halten. Ja. Ladies and Gentlemen. Ja, aber die haben diesen Hype schon, die haben den ziemlich cool ausgenutzt, so medial, muss man sagen. Ne? Und haben da echt alles, was ging, haben die hier mit reingehauen. Da fällt mir gerade ein, da hat, glaube ich, meine Oma mal das Zitat des Jahrhunderts gebracht. Ja. Da war Klitschko einer seiner letzten Kämpfe und er hat gut einstecken müssen. Und dann meine Oma so, boah, das ist so grausig. Und mein Opa, ja, ja, warum schaust du dann an? Und meine Oma eiskalt, ja, will schon wissen, wer gewinnt. Ja, das ist ja das. Ja, das ist. Ich glaube, das ist bei vielen Kampfsportarten tatsächlich so, dass man sich das anschaut. Und also da sitzen, denke ich, schon viele Leute da. Da geht es ja nicht nur um den Sport an sich, sondern einfach auch mal zugucken, wie sich zwei so richtig vermöbeln und dann gucken, wer gewinnt. Also so wie Reinhard Fendrich hat es ja damals auch schon besungen hier. Es lebe der Sport. So wie viele eben Autorennen gucken, weil sie auf den nächsten Crash hoffen und weil es ihnen gar nicht darum geht, wer gewinnt. Ja, da schaue ich lieber Stuttgart gegen Augsburg. Ja, aber das tut doch viel mehr weh. Hey. Aber warum ich eigentlich auch noch auf, weshalb mich dieser Kampfsport auch noch so ein bisschen mitverfolgt hat, eigentlich über die Woche. Und zwar, ich habe es jetzt gerade wieder rausgeholt. Ich habe ein Video gesehen, das war bei der UFC 239, Jorge Masvidal gegen Ben Askren, beide 34 Jahre jung. Und der Kampf ging, glaube ich, zu deutscher Zeit um 4 Uhr los. 4 Uhr morgens war dann der Main-Kampf und der war nach 5 Sekunden K.O. Also Masvidal läuft auf seinen Kontrahenten zu, springt kurz vor ihn ab. Askren senkt im gleichen Moment den Kopf, wird vom Knie direkt an der Schläfe getroffen und geht dann sofort bewusstlos zu Boden. Zwei Dinge. What the fuck? Und das zweite, stell dir vor, du hast dir Karten so für 300 Euro gekauft. Ja, das darfst du nicht machen. Du musst immer, also wenn du zu solchen Events gehst, glaube ich, darfst nicht nur das Ticket holen, sondern du musst den gleichen Betrag, den das Ticket gekostet hat, musst du gleich nochmal im Wettbüro irgendwie draufsetzen. Ne? Und dann wettest dass kein K.O. Wenn die Quote auf 1,07 war und du dir gedacht hast, komm, die 21 Cent, die nehme ich mit. Ja, wenigstens das. Es war kurz, aber ich habe 21 Cent, habe ich mehr verdient hier. Ja, es war echt krass. Also das Video ist auch echt, also wie gesagt. Ich habe es nicht gesehen, muss ich sagen. Wie man ja schon gehört hat, ich tue mich da immer so schwer mit so Kampfsport, aber das hat mich dann auch so ein bisschen fasziniert, wo ich mir dann schon so gedacht habe, boah krass, was für eine Technik musst du halt eben haben, um dann auch noch zu sehen, okay, also die haben sich beide noch so ein Verbalgefecht vorher geliefert. Also man hat schon so mitbekommen, der Trash-Talk ist real. Und dann läuft halt der eine auf Masvidal zu und du denkst, okay, jetzt kommt gleich der erste Kick, aber er springt halt einfach hoch, weil er einfach gewusst hat, sein Gegner nimmt den Kopf runter. Also wie perfekt musst du deinen Kontrahenten analysieren können, dass du weißt, okay, probier's erst gar nicht, weil du bist in 4 Sekunden bist du K.O. Ja. Ja, das ist, also für mich, ja, es ist, klar, es ist faszinierend. Ja? Das sind natürlich auch Profis, die da aufs Kleinste zucken und jeden Blick wahrscheinlich reagieren können und das vorher auch lange analysiert haben. Ja, aber ich weiß, also mich selbst spricht es jetzt auch zum Anschauen nicht wirklich an, muss ich sagen. Also ich finde es auch immer so schwierig gemacht, wenn dann erst so Nebenkämpfe stattfinden und dann irgendwann so nach 8 Stunden dieser Main-Kampf losgeht. Also das wäre mir dann auch zu lang. Also ich bin das so empathisch, hocke ich dann immer vor dem Fernseher und denke mir bei jedem Schlag auch, nee, komm her, ich Oma hat noch Kuchen. Nimm dir ein Stück, genau. Ja, also Boxen zum Beispiel schaue ich tatsächlich noch ganz gerne an. Das finde ich, ja, da ist es mir irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, mit dem Regelwerk einfach auch klar, was passiert. Bei den anderen Sachen, da bin ich nicht immer ganz so Firm, muss ich sagen. Wobei, wenn es das Regelwerk, es gibt ja wohl auch nicht, du bist da vielleicht ein bisschen besser unterwegs. Quasi alles ist erlaubt, außer Kratzen und Beißen oder so.
Also ungefähr alles unter, alles, also beim UFC, da ist ja wirklich alles erlaubt. Also da kannst du ja gefühlt, da siehst du ja auch nur das Blut zu strömen. Deshalb sind ja auch die Kämpfe zu deutscher Zeit meistens auch erst nach 22 Uhr in der Nachberichterstattung. Aber beim Boxen hast du ja immerhin noch deine Gürtellinie. Und du hast so einen Leberhaken, ey, ich stelle mir das so katastrophal. Ich würde plärren wie ein kleines Kind, klar. Ich schwör's dir. Ich glaube, ich wäre der erste Boxer. Also wenn ich auch irgendwie mal so funmäßig irgendwie mal besoffen in Hamburg strande und denk so, ach nee, bevor ich zu Olivia Jones gehe, gehe ich noch in so einen Boxkeller. Ey, ich würde, glaube ich, würde 2 Wochen lang durchheulen. Und der hat mich nur angeguckt. Ja, also wenn du das mal machst, sag mir Bescheid. Das möchte ich auch sehen. Aber was ich vorhin meinte, also bei dieser USC, ich glaube, also wenn dann wieder alles erlaubt ist, dann blick wenigstens auch ich wieder die Regeln. Ja, ich finde es auch so heftig in diesem Käfig. Also auch dieses Drumrum finde ich da auch sehr, sehr krass. Also ja, das ist also ich weiß auch nicht, ob so, dieses junge, männliche Publikum. Also ich weiß nicht, ob da so. Ja, also ich glaube, dass das eine unglaublich aufgebauschte Atmosphäre auch nochmal schafft. Das kann schon gut sein. Ja, das ja. Also, dass das so sich gegenseitig so ein bisschen bedingt, ne? Der Kampf sorgt für Atmosphäre, aber die Atmosphäre färbt natürlich auch wieder auf die Kämpfer ab. Ich glaube, dass du da tatsächlich so eine Hexenkesselstimmung da drin schon hinkriegst. In so einem Schuppen. Ja, vor allem dann noch so schön eng, dicht. Also ich glaube auch, dass da hörst du halt auch gefühlt jeden einzelnen Stöhner vom Publikum, jedes Geraune. Also ich glaube, du kriegst da schon ziemlich gut mit, was eigentlich um dich rum passiert. Wahrscheinlich als Boxer, klar, du blendest es natürlich aus, aber ich stelle mir das schon auch krass vor. Also meine Freundin zum Beispiel, die hat MMA gemacht über mehrere Jahre. Hui, da hatte ich am Anfang auch Angst. macht sie jetzt nicht mehr? Nee, geht nicht. Gesundheitliche Gründe. Wahrscheinlich die Hüfte nicht richtig eingedreht immer. So wie boah, krass. Ja, aber also das finde, also da, und das darf ich jetzt ja verraten, meine Freundin ist sehr zierlich. Und dann, wenn du dann halt diese Vergangenheit weißt, 5 Jahre MMA, Halleluja. Also das auch echt so, sie passt dann auch auf mich auf und damit bin ich voll okay. ich hätte auch gerne einen MMA-Kämpfer, der auf mich aufpasst. Es hat seine Vorteile. Eigentlich wäre es cool, das wäre doch auch cool, wenn jeder so einen MMA-Kämpfer hätte, den man dann bei Bedarf von der Leine lässt, sagt, guck mal da vorne, Heinz, guck mal da nach dem Rechten, da ist, das passt mir nicht. Ja. Und dann kommt er und ja. Und metzelt erstmal alles. Das überlege ich mir, das überlege ich mir. Hast du einen Song passend für unsere Playlist bezüglich Boxen? Ja, Simon & Garfunkel, The Boxer. Also ich mach was ganz, ganz Passendes, auch zu 3FM passend. Ich nehme Britney Spears. Hit me, baby, one more time. Sehr schöne Idee. Nee, ich nehme Rocky's Knockout. Smooth and Terrell, ein schöner, ein schönes Mashup, das sie da gemacht haben. Und dann melden wir uns gleich wieder mit Männern und Frauen, die sehr laut stöhnen und sehr erfolgreich damit sind. Nein, wir sind nicht bei der Pornoindustrie, sondern wir blicken nochmal zurück auf Wimbledon. Dranbleiben lohnt. Bis gleich. 3FM auf 102,6 For you to fly. Juhu. Und von auf die Fresse machen wir jetzt auf dem Platz, und zwar mit ganz viel zarten Schlägen und mit einer ganz feinen Hand, denn die braucht man beim Tennissport Wimbledon-Finale der Herren rum. Ne kleine Überraschung, finde ich, mit allen, mit denen ich über Tennis gequatscht habe. Die haben gesagt, Djokovic packt das nicht, aber er hat sich dann nach 5 Stunden Tennis gedacht, so ein bisschen wie der Governor, ihr leckt's mir am Arsch. Ja. Krasses Finale. Also ich habe es nicht gesehen, da das für mich als Familienvater zur Unzeit läuft. Aber die Berichte gelesen und die Zusammenfassung habe ich mir dann ein bisschen angeschaut. Ich habe mir schon das Halbfinale zwischen Federer und Nadal habe ich mir schon gegeben. Ja. Boah, und dann einfach dieses 5-mal Matchbälle dann noch so nach 3,5-4 Stunden abwehren. Diese Konzentration, die man da aufrechterhalten muss, finde ich so, also wirklich sehr intensive Sportart. Und man muss
Ich finde, Tennis ist im deutschen Fernsehen zwar schon relativ präsent im Vergleich jetzt zu anderen Randsportarten, aber gerade wenn dann eben Wimbledon ist, merkt man eigentlich erst, was für krasse Sportler das auch dahinter sind. Absolut, absolut. Auch, also auch, ich meine, es sind so Leute wie Federer, der sich jetzt einfach seit Ewigkeiten in der Weltspitze hält. Absolute Mentalitätsmonster, glaube ich. Ja, das finde ich auch das Krasse, dieses seit 10 Jahren an der Weltspitze einfach dauerhaft also spielen. Du musst ja nicht nur gut spielen, sondern du musst ja auch vom Kopf tatsächlich schaffen, dich immer wieder neu zu motivieren und immer wieder neue Reize setzen, um da ranzukommen. Und abgesehen davon, dass du natürlich mit deinem Körper und deinem Leben sehr sorgfältig umgehen musst, um da über all die Jahre dran zu bleiben. Also das finde ich dann ist schon bewundernswert. Allerdings hat mich Djokovic jetzt doch auch fasziniert und überrascht, weil er ja letztlich das ganze Stadion gegen sich hatte. Oder fast das ganze Stadion. Das fand ich auch so krass. Hat mir auch mein Opa gesagt, er hat's, meine ich, sogar komplett live angeguckt. Ich bin erst ein bisschen später dazu gestoßen. Und er hat dann auch gesagt, ey, seit Beginn eigentlich wird gegen ihn gepfiffen im Stadion. Und da finde ich dann auch wieder im Tennis dieses Hexenkessel-mäßig. Klar, du kannst ja da natürlich jetzt gefühlt keine Aschebande noch dazwischen machen, weil da sieht ja niemand mehr, wo der Ball gerade ist. Das heißt, wenn du da natürlich bei so steilen Rängen mal so 15 Leute, ich glaube, das reicht da gefühlt schon, 15 Leute auf einer Ebene, die jetzt sagen, wir buhen dich jetzt aus. Ich glaube schon, dass es unten mit einer ganz anderen Dynamik ankommt. Und da musst du dann auch erstmal dein Spiel durchziehen. Absolut. Also das ist bewundernswert tatsächlich. Auch da absolute Mentalitätsfrage meiner Ansicht nach. Also weil vom Tennis her sind die natürlich beide herausragend. Und da diese Nuancen. Und ja, das Ergebnis spricht ja für sich. Ganz enge Kiste. Ja, Endstand 13-12. Im ersten Tiebreak dieser Art, oder? Habe ich das richtig verstanden? Wie bitte? Das erste Mal, dass dieses Tiebreak-System, das jetzt hier angewandt wurde, zum Einsatz kam in einem Finale. Ja. Ja. Aber schon, also schon im Vorfeld wurde ja schon geschrieben, dass das ist mal wieder das Match des Jahrhunderts und was weiß ich. Und dann, da habe ich immer Angst, wenn im Vorderrhein schon immer so hoch getitelt wird, dann mache ich mir immer Sorgen und denke mir, oh, schafft es dann auch wirklich, das Spiel dem gerecht zu werden? Und ja. Ich finde, also ich tue mich mit dem Tennis ganz schwer, wenn ich das jetzt auch so unter, also wenn die normalen Wettkämpfe stattfinden, da tue ich mich immer schwer, oder wenn Australian Opens sind, einfach da ständig dran zu bleiben, weil man muss halt auch geduldig sein. Also man darf sich halt auch nicht aufregen, dass dann halt auch mal 4,5, 5 Stunden weg sind. Und wenn du natürlich so ein verwöhnter Fußballfan bist, da hast du natürlich alle 45 Minuten deine Pinkelpause, hast genügend Verpflegung vor Ort und nach 90 Minuten bist du dann eh so hacken, dass dir alles egal ist. Und wenn du halt im Tennis nach 90 Minuten so hacken bist, dass dir alles egal ist, dann kannst du halt sagen, gut, da habe ich da mal den ersten Satz gesehen und dann gehe ich jetzt halt heim. Ja. Und das finde ich auch, also man muss von der Zuschauersicht her echt sehr interessant, aber auch, ich stelle es mir auch echt sehr stressig vor. Ja, es war auch diesmal das zweitlängste Finale aller Zeiten. Wenn das nicht gelogen war, was ich da gelesen habe. Ja, wenn du dir dann halt vorstellst, du und vor allem im Tennis ist ja wie im Boxen auch, sind ja beides auch Sportarten, wo sehr viel Geld durch Wetten verdient wird. Also das gehört ja schon auch so zu den Top 3, würde ich jetzt mal sagen, was so umsatztechnisch in Wettbüros angeht. Bei Tennis und Boxen. Und jetzt dann gerade beim Tennis, wenn du dann halt auch wirklich mal in die Sicht des Spielers reingehst, also des Wettspielers, da drehst du doch auch völlig durch. Ja. Deswegen wettet man ja auch nicht auf Tennis. Ein Herz für Spieler, die neue Kampagne. Mit dem Werbegesicht Bastian Schweinsteiger. Ach, macht der. Ah, mit der Chipstüte noch in der Hand am besten. Ne? Ja, der erste in einer Hand eine Chipstüte, in der anderen einen Tennisschläger. Der hat ja Werbung gemacht für die deutsche Automatenwirtschaft, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, so heißt das auch. Ja. Und auch dann überragend, allein nur dieser Spruch. Richtige Spielenhallen erkennst du an den 5 Zeichen. Und die dann noch so schön eingeblendet, wo ich mir denke, ey, als Fußballer, du hast eigentlich so eine Verantwortung. Ich glaube, 11 Freunde haben erst letzte Woche von der Cottbuser Legende geschrieben, die spielsüchtig war. Oh, jetzt ist mir gerade nur der Name entglitten. Wo ich mir denke, jetzt gerade als Fußballer müsstest du doch dann eigentlich in die Verantwortung gehen, zu sagen, hey, Spielsucht, fahrt mal ein bisschen runter, was Spielen angeht. Und dann hast du aber gleichzeitig so den langjährigen Kapitän und Führungsspieler des DFBs, der Münchner, der dann halt auch Werbung für die Scheiße macht.
Ja, aber ich hatte schon bei der Chips-Werbung nicht den Eindruck, dass Bastian Schweinsteiger so weit denkt. Also mein Eindruck war eher, da gibt's Geld, mache ich das. Und ich nehme ihn jetzt, also genauso wenig, wie wir alle ihm wahrscheinlich abgenommen haben, dass er abends mit Kumpels auf dem Sofa sich ein Kilo Chips reinhaut. Aber bei der Figur geht das doch schon. Nehme ich ihm jetzt. Vielleicht war das CGI. Jemals über Spielsüchtige oder Opfer der Spielsucht Gedanken gemacht. Vielleicht war das auch bei der Chips-Werbung CGI und in Wirklichkeit saß Rainer Kallmund. Nicht schon wieder der. Der verfolgte uns. Ja, hab ihm vorhin erst auf Twitter gefolgt. Rainer Kallmund. Hast du? Ja, ich habe es jetzt gemacht. Also ich hab jetzt meinen Twitter reaktiviert nach irgendwie gefühlt 8 Jahren, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt wirklich so viel unterschiedliche Sportarten jetzt auch noch hier mit abbehandle, muss ich mich auch so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und dann dachte ich mir, ja gut, wie geht es schneller eigentlich als mit 140 Zeichen maximal? Und dann bin ich über Rainer Kallmund gestolpert. Und da habe ich mir gedacht, Junge, Jungchen, das machst du, die Rainer, die tust du folgen und dann wird dein Leben erfüllt. Und also ich freue mich auf Kalli. wenn du es hörst. Du kannst jetzt regelmäßig eine Kalli-Episode hier immer noch zum Besten geben, weil du bist ja ganz nah dran, hier am Puls der Zeit. Wir können ja bei Fresskoma Kalli. Eine eigene Rubrik und dann testen wir irgendwelche Restaurants. Das wär's doch. Das ist, auch den Spirit von Rainer weiterleben. Das gehört auch mit dazu. Aber wir driften wieder ab von Tennis. Wir kommen weit weg vom Tennis. Wir kommen weit weg vom Tennis, ja. Warum funktioniert beim Tennis der Videobeweis und beim Fußball nicht? Weil beim Tennis Profis am Berg sind. Das ist ganz einfach. Kaum gibt es keinen Videokeller. Ja, also das waren zum einen Profis und zum zweiten, glaube ich, sind keine Deutschen beteiligt. Und dann funktioniert das. Dann läuft das Ganze schon, gell? Ja. Und vor allem da sind ja wirklich Millimeter-Angelegenheiten. Da kannst du ja im Fußball, da ist es ja ein Witz dagegen, so ein Ballumfang, wenn du den vergleichst mit dem Ballabdruck an der Linie. Und wenn du dann eben auch noch der Schiedsrichter bist, der da oben hockt, ey, was brauchst du da für Adleraugen? Ja, aber das ist, ich weiß es nicht, vielleicht sind die anders geschult oder vielleicht sind die einfach auch fitter. Wahrscheinlich sind die geschult. Ja, oder überhaupt geschult, ja. Die haben vielleicht auch eine bessere Auffassungsgabe. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber irgendwas, ein räumliches Vorstellungsvermögen, ich weiß es nicht genau. Irgendwas muss ja da ausgeprägter sein. Also man könnte ja jetzt als Beispiel mal irgendwie Dennis Aitekin auf so einen Tennisstuhl setzen und einfach mal gucken, ob der das alles richtig sieht. Solange es da ein Mischpult hat, ist alles gut. Genau, dann kann er nebenher schön auflegen wieder. Der ist ja durch einen Leistungstest gefallen. Aitekin. Ja, ist ja klar, wenn man jede Nacht auflegt, dass man dann tags nicht mehr fit ist. Das ist ja logisch. Muss jetzt in die Nachschulung. Er war nicht alleine, ne? Es sind viele durch. Drei Stück waren es. Okay. Drei Bundesliga-Schiedsrichter, die zur Nachprüfung anlaufen müssen. Ich fühle euch, ich musste auch in Wirtschaft musste ich in die Nachprüfung gehen, aber ich musste nicht ganz so viel rennen. Ja, ne, es hat halt auch, also, ja, es hat nicht jeder mitbekommen bei dir, ne? Nee, bei mir war leider der mediale Aufschrei war nicht ganz so groß. Von dem her finde ich es ein bisschen schade. Also ich hätte auch gerne gehabt, dass irgendwie 17 verschiedene Zeitungen drüber berichten, wie ich jetzt in die Nachprüfung gehen muss. Aber vielleicht war es für meinen Ruf gar nicht schlecht, dass es niemand mitbekommt. Und deshalb bleibt es ja auch nur bei mir. Bleibt unter uns, ja. Bleibt unter uns. Das ist ganz wichtig. Uns. Alles, was hier passiert, bleibt nur unter uns beiden. Aber jetzt, also so Tennisschiedsrichter, gibt es da auch Leistungstests? Also müssen die als Beispiel beweisen, dass sie 5 Stunden lang ruhig sitzen können? Oder was müssen die machen? Die müssen 10 Stunden hocken, also, und wenn du dann aufstehst und kein Krampf oder Muskelkater hast oder dir sonstige Gesäßteile wehtun, dann bist du offizieller Tennisschiedsrichter. Ja, cool. Und wenn du da mal Weltmeister im Pfahl sitzen oder sowas, dann kannst du ja eigentlich problemlos hier umschulen. Aber die Umstellung kostet ein Weilchen. Es ist mit einer anderthalbjährigen Ausbildung verbunden. IHK anerkannt. Ja. Kannst du auch studieren. Du fängst nicht in Wimbledon an, du fängst hier in Halle, Westfalen, bei so kleinen Rasenturnieren. Also ganz klein, da musst du dich auch hochpfeifen. Die da, wo früher immer Michael Stich gewonnen hat oder so, da fängst du an. Und dann geht es langsam nach oben und im Endeffekt gibt es 2 Möglichkeiten. Du schießt dich auf den Mond, weil da darfst du dich ja auch, oder auf den Mars, da darfst du dich ja auch nicht lange bewegen. Oder du wirst halt eben Wimbledon-Schiedsrichter. Ich glaube, bei beidem soll die Bezahlung nicht ganz so schlecht sein.
Nee. Also dafür kommst du meistens aus Wimbledon wieder zurück. Ja, wobei, also ich würde das machen. Tatsächlich, wenn mich jetzt jemand fragen würde. Auf dem Mars oder Wimbledon? Keiner. Nee, Wimbledon. Auf dem Mars will ich nicht. Wimbledon. Ich würde es mir wahrscheinlich mal das anschauen. Ich würde es mir mal anschauen. Geil ist aber, wenn du das Ding natürlich komplett quasi verpfeifst. Ne? Also wenn du als Wimbledon-Schiri einfach auch massig Fehlentscheidungen triffst. Und ja, geil, oder? Es wäre witzig. Es wär, also ich glaube, danach bist du dann halt wirklich bekannt. Da bist, ja, dann darfst du auch nicht mehr kommen und so. Aber war ja auch nicht dein Ziel. Sondern du wolltest gerade sagen, bei Wimbledon. Er kam, sah und betrügte. Ja. Ach ja, Tennis. Also ich werde aber auch aus Tennis nicht schlau. Ist auch so eine Sportart, die schaue ich mir an, lasse ich mir erklären. Dann denke ich mir, ah, okay, cool. Und dann ist Wimbledon rum und ich denke mir, was ist Tennis? Ja, Tennis ist irgendwie seit Steffi Graf tot. Nein, es hatte ja, also, nee, irgendwie so an diesen großen Boom mit Steffi Graf und Boris Becker, da sind wir in Deutschland ja hinterher gar nicht mehr rangekommen. Also das ist, also so Leute, mit denen ich noch zu tun habe, die so ein bisschen damals bei diesem Boom noch, die das alles miterlebt haben. Also ich glaube tatsächlich, dass da noch so eine gewisse Sehnsucht da ist. So wie es im Fußball erlaubt, die Fußballromantik gibt, vermute ich da schon so eine gewisse Tennisromantik. Ne? So hier damals mit Steffi und Boris, das waren noch Zeiten. Ist aber halt irgendwie 30 Jahre her. Klingt auch so ein bisschen wie ein Kinderbuch. Bei Steffi und Boris. Ja, bei Steffi und Boris, ja, da war die Welt nur in Ordnung. mit so einem Titelsong von einem Kinderchor gesungen. Ach ja, wäre schön. Ja. Wäre cool. Und dann kam einfach nichts, ja, nichts, also nichts Vergleichbares mehr nach. Ja, dann ist auch schwer. Auch, ja, also ist auch schwer. Dann merkst du halt auch als Randsportart, wie schnell diese Randsportart halt auch wieder zur Randsportart wird nach einem Hype, wenn einfach dann nicht mehr diese gewohnte Spielklasse auf einmal aufkommt und man sich dann denkt, ach ja, dann zapp ich halt doch wieder um auf Handball oder Fußball. Ja, das ist auch, du merkst auch, also an solchen an Fernsehübertragungen zum Beispiel, ne? Während es früher immer in ARD oder ZDF öffentlich-rechtlich noch lief, später dann mal im Privatfernsehen läuft es jetzt halt nur noch im Bezahlfernsehen. Ja, brauchst du das, heißt, das ist in die, dafür. Sozusagen. Genau, und es ist quasi, wenn du so bist, in die Sparte gerutscht. Und das zeugt ja schon davon, dass das öffentliche Interesse vermutlich nicht groß genug ist. Aber was mich freut bei unserem nächsten Thema, da ist das öffentliche Interesse deutlich höher und hat vor allem auch sehr stark zugenommen, was uns beide, glaube ich, sehr freut als Fans des Frauenfußballs. Vorher packen wir mal wieder was auf die Liste. Und zwar, ich habe den passenden Song rausgesucht und zwar von Bilderbuch den Track Tennisverein. Ich habe ausgesucht von Lordi den Track Tennis Court. Haben wir jetzt ein bisschen gitarrenlastig jetzt. Schön. Toll, ich mag Gitarre. Ja, ich mag auch Gitarre. Ich würde sie nur noch gerne ein bisschen besser spielen können. Aber das ist ein anderes Thema. Bis gleich. Listen to Radio Free FM, commercial free, all day, all night. Tune in and turn it up! Da geht Schlag auf Schlag, wie in so manch einer Partie der diesjährigen WM. Willkommen zurück bei Tribünendach, dem ersten Sportpodcast von Radio Free FM mit Louis, Andy und Domme. Louis entschuldigt sich, der ist mal wieder irgendwelche Transferverhandlungen für einen Brazzo machen. Ich hoffe mit mehr Erfolg. Und deshalb haben wir uns gedacht, dann quatschen wir halt auch noch ein bisschen über Frauenfußball, weil du hast ja noch mit deiner eigenen Veranstaltungsreihe Spielraum ja auch ein ganz großes Thema jetzt die Tage und nämlich auch Frauenfußball und Frauen, deine Haltung zur diesjährigen Frauen-WM zum Beispiel, das würde mich mal interessieren. Also ich habe so viel wie möglich tatsächlich angeschaut. Ich fand es in der, speziell ab der Haupt, also am Achtelfinale, ab der K.O.-Runde. Genau, ab der K.O.-Runde. Danke. Manchmal ist es echt schwer. Ja, wir hatten es ja heute zum Glück noch nicht vom Boxen. Ja. Ab der K.O.-Runde fand ich, verglichen mit den letzten Turnieren, die ich geschaut habe, fand ich ein richtig, richtig hohes Niveau. Also ich fand, es hat sich wahnsinnig gesteigert in den letzten Jahren. Sehr gut gefallen hat mir das Spiel USA gegen England. Oh das ja. Absolut. Also fand ich echt top.
top interessantes, spannendes Fußballspiel auf echt hohem Niveau. Und auch sehr temporeich. Ja. Mhm. Also, sonst fand ich... Das Spiel hat alles mitgebracht, was Hannover gegen Nürnberg versprochen hat. Ja, genau. Ja. Doch, nein, es war echt, es war, also ich fand es eine coole WM insgesamt, muss ich sagen. Ich hatte auch das Gefühl, dass so eine gewisse WM-Stimmung auch einfach aufkam. Mhm. Also und ein Kumpel von mir, der war auch in Südfrankreich, der hat auch gesagt, es gab auch Public Viewing-mäßig, natürlich nicht so viel wie jetzt bei der Herren-WM, aber es war geschmückt, es war einladend und dass halt eben auch dieses Feeling aufkam, boah, ich hocke mich heute noch in eine Kneipe rein und schaue eben Fußball mit anderen zusammen. Und das finde ich, das finde ich schön. Ich habe auch, also ich habe gerade gemerkt, als du mich gefragt hast, wenn ich das so ein bisschen beschreiben wollte, wie ich jetzt so quasi versucht habe, Worte zu finden, um das Ganze hier irgendwie schön zu umschreiben. Letztendlich ist das Quatsch. Ja, es war einfach eine coole WM. Punkt. Ja, also, ich habe mich jetzt selbst dabei ertappt, wie ich versucht habe, eine Frauen-WM mit Worten zu umschreiben. Das ist Blödsinn. Es war cool. Würde ich bei einer Männer-WM, hätte ich einfach nur gesagt, es war eine coole WM. Und das trifft hier auch zu. Deswegen war eine coole WM. Ja, war echt eine coole WM. Viele Leckerbissen, was die Tore anging. Halleluja. Auch auf viele überraschende Ergebnisse. Die Italienerin zum Beispiel, die, glaube ich, seit 91 das erste Mal überhaupt eine K.O.-Runde, wenn mich nicht alles täuscht, erreicht haben. Und sowas, das zeigt eben auch, spricht, finde ich, auch für den Frauenfußball, dass du halt bei dieser WM hattest du A, nur Favoriten oder B, nur Geheimtipps. Es gab nicht so eine Mannschaft, wo du von Anfang an wusstest, außer jetzt vielleicht, gut, bei den kleineren Fußballnationen, da ist jetzt auch nichts Neues, aber bei allen, sag ich jetzt mal größeren, auch bei den Herren Fußballnationen waren auch die Frauen dieses Jahr so immer Geheimfavoriten. Du konntest bis zum Achtelfinale einfach auch nicht ausmachen, wer es jetzt im Endeffekt wirklich für den großen Sprung reicht. Und da fand ich es dann noch viel interessanter, dass dann eben auch die Deutschen dann halt auch echt ziemlich früh im Viertelfinale gegen die Schwedinnen ausgeschieden sind. Damit hat ja auch eigentlich niemand gerechnet. Aber wenn du dir denkst, Schweden-Deutschland hätte ja auch genauso gutes Finale sein können. Ja, wobei jetzt rein fußballerisch gesehen fand ich die Teams aus Holland, England und USA schon deutlich besser als die deutsche Mannschaft zum Beispiel. Ja, man hat so gemerkt, es ist halt irgendwie doch noch so ein bisschen ein Umbruch da bei der DFB 11, der Frauen. Mhm. Aber ich glaube, dass, also ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Olympiateilnahme aussieht. Ich glaube, das ist noch nicht ganz so sicher. Aber wenn, kann ich mir gut... Ich dachte, die sind raus. Ich weiß es nicht. Also irgendwie habe ich nur gelesen, Olympia gefährdet. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich dachte, die Top 3 Europäer qualifizieren sich, weil Schweden, Holland und England im Halbfinale waren. Und die Briten hatten England als das maßgebliche Team gemeldet, sind Großbritannien, Holland und Schweden für Olympia qualifiziert. Dann muss man sagen, Hut ab, aber die Deutschen müssen dann aber auf jeden Fall dranbleiben, weil ich glaube, die Truppe, so wie die jetzt ist, das ist ja auch noch eine sehr, sehr junge Truppe, sehr junge Mädels, die da mitkicken, wo ich mir denke, ey, gib denen noch 2, 3, 4 Jahre und dann hast du halt, sage ich, die Nächsten vom Kaliber Prinz, die da halt auch vorne drin stehen. Ich finde auch eine sehr interessante Persönlichkeit, Birgit Prinz. Hatte ja damals mal ein Angebot, um in der Serie B in Italien bei einem Herrenclub zu kicken. Und hat das ganze Ding, obwohl sie mehr Kohle bekommen hätte, einfach mal abgelehnt, weil sie gesagt hat, nö, ich bin kein PR-Gag, sondern ich bin eine Fußballerin und dementsprechend kicke ich auch in der Frauenliga. Ja, es käme ja auch keiner auf die Idee jetzt, Bastian Schweinsteiger beim FFC Frankfurt anzufragen. Wenn es da genügend Automaten hat. Ja, okay. Ich kenne mich jetzt nicht ganz mit dem Bahnhofsviertel aus in Frankfurt, aber ich glaube, das ist schon vielversprechend. Chips gibt es an jeder Ecke, aber es ist, nein, also auf die, das ist so eine typische PR-Anfrage. Ja, eben. Finde ich. Ich gebe ihr da vollkommen recht. Ich auch, und ich finde auch den Move einfach cool. Ich finde es schön, dass sie das nicht gemacht hat. Ja, ich finde es auch. Ich finde es stark, spricht für auch eine starke Persönlichkeit, einen starken Charakter. Und ich glaube, das ist das, was mir halt so am Männerfußball mittlerweile fehlt. Und das gibt mir der Frauenfußball. Starke Charakter? Ja. Es werden schon weniger. Ja, also klar, du hast natürlich jetzt hier bei den Frauen mit Megan Rapinoe hast du einen ganz starken Charakter, der auch
ja, deutlich seine Meinung sagt und politisch Stellung bezieht. Und das fehlt mir so, das fehlt mir so bei den anderen großen Fußballern. Alles schön und gut, Werbeverträge hier, Werbeverträge da, 7 Milliarden Instagram-Follower und noch eine schöne Frise. Aber wenn es siehe den ägyptischen Fall beim Afrika-Cup. Hey, beim Afrika-Cup, ja. Da fehlen mir Leute mit Charakter, die dran stehen. Hey, wenn du das gemacht hast, wenn du diese Frauen sexuell belästigt hast, dann hast du hier als Vertreter des ägyptischen Landes bei einem Cup einfach nichts zu suchen. Und das kam einfach nicht. Naja, aber sie sind dann glücklicherweise, weil er ja sportlich, also die Begründung war ja, dass er sportlich unverzichtbar sei. Aber das ist doch kein Grund. Na, aber das Schöne ist doch, dass sie dann wenigstens gleich rausgeflogen sind. Das stimmt mit 2-1. Also ja. Das fand ich dann, also ja, kaum ist er wieder zurück, der Krabscher fliegen sie raus. Also das hat mich so aufgeregt. Also und ich finde dann auch im deutschen Fußball äußern sich echt sehr, sehr wenig Fußballer wirklich noch politisch oder bringen eben mal auch meine Haltung auf den Punkt. Und ich habe keinen Bock, dass so eine Haltung nur präsentiert wird, weil es irgendwie auf Facebook oder so halt gerade geil zieht und man teilt dann sowas, sondern ich möchte auch, dass sich Leute einfach mal so engagieren. Und das fehlt mir komplett. Also das lese ich auch in keinen Interviews. Also es gibt relativ wenig, also wirklich, nennen wir 5 Profifußballer, die auch mal ein Statement zum Beispiel gegen den Rechtsruck in Deutschland gegeben haben. Finde ich keinen. Und das finde ich traurig. Ja, es ist, Haltung scheint die Karriere zu gefährden. Ja, ich glaube auch. Alles untergeordnet. Ja, du musst aalglatt sein, aber ich glaube, das ist kein reines Phänomen des Fußballs, sondern also ich glaube sogar inzwischen, dass also der Fußball ist quasi ja, der ist ja, wenn du so willst, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ja, und wenn du es zu irgendwas bringen willst, also zu was bringen, darunter wird dann verstanden, Karriere machen und möglichst viel Geld verdienen und in einer großen Firma oder einem Club sein. Ja. Dann musst du quasi allglatt sein, ne? Du musst ja überall durchschlüpfen können. Du musst für jeden Anbieter von Sportklamotten musst du halt attraktiv sein. Dass du musst nach allen Seiten interessant sein, genau. Und du musst einfach nur das Sympathische sein und einfach ein Gesicht haben, das sich dann verkaufen lässt. Andererseits denke ich mir dann wieder, wenn jetzt jemand mal eine Haltung hätte, dann machst du dich natürlich für einen gewissen Bereich umso interessanter. Eben. Also ich glaube, du damit bringst du ja auch mal wieder auch eine Debatte wieder in der Öffentlichkeit. Also ganz schlimm fand ich, als ich mal mich mit Fußballern unterhalten oder mit Fußballfans unterhalten habe, die eine Fahne aus dem Deutschen Kaiserreich ins Stadion gebracht haben und ich sie halt gefragt habe, hey, was soll das eigentlich? Und dann haben die Leute um mich rum, also nicht die von dieser Fangruppierung, die haben sich da mit mir diskutiert und das muss ich ihnen auch zugute halten. Also klar, ihre Haltung und Meinung war scheiße, aber sie sind mit mir immerhin in den Dialog gegangen und es war jetzt irgendwie kein so ein Hetzgespräch, sondern die haben das halt vertreten. Und ich finde es auch mal wichtig, man muss ja auch auf Leute zugehen. Und dann fand ich halt das Krasse, wie dann die Leute um mich rum sich von mir distanziert haben und gesagt haben, hey, Politik hat mit Fußball nichts zu tun, wo ich mir denke, hey, der ewig lange Spruch war, Integration gelingt spielend und da hast du Fußballer gesehen. Und von dem her ist für mich Fußball mehr als nur politisch, sondern das ist, wie du schon gesagt hast, so ein Spiegel der Gesellschaft, so ein Rundumschnitt. Es ist Vereinsleben, es ist Treue, es ist alles Mögliche für eine Sache vereint. Und wenn man dann schon kommt mit Politik hat im Stadion nichts verloren, dann frage ich mich wirklich, wow, für was kickt man dann eigentlich? Nur noch für die Marionette? Ja, also Fußball ist natürlich hochpolitisch. Ich denke, da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Dieser Spruch wird natürlich gerne benutzt, wenn du nicht mehr weißt, wie du argumentieren sollst oder wenn du in eine Sackgasse geraten bist. Dann sagst du einfach, Fußball und Politik, hat nichts miteinander zu tun. Fußball ist Fußball, Politik ist Politik. Das ist natürlich völliger Quatsch. Und deshalb hocken wir auch in der VIP-Area von irgendwelchen WM-Finals. Nur die Staatsoberhaupte, weil es hat nichts mit Politik zu tun. Nein, deswegen auch im deutschen Sprachgebrauch gibt es zum Beispiel auch gar nicht so ein Wort wie Vereinspolitik. Das wäre ja für den Quatsch. Macht ja keinen Sinn. Nein, wie im Leben. Wir nennen das Vereinsleben. Richtig, Vereinsmeierei. und klar, wenn dann die Leute nicht mehr weiter wissen, dann heißt es, ja, Fußball und Politik sind getrennte
zwei Paar Stiefel quasi, ja, und ja, völliger Quatsch. Also, und das finde ich ja dann das Krasse, dass du dann halt im Stadion, ohne jetzt hier irgendwie eine Parteienmeinung zu übernehmen, sondern ich habe, sage ich mal, aus humanistischen Gründen gehandelt, um die Leute anzusprechen. Und wenn das schon Grund genug ist, dass sich andere Leute wegdrehen und sagen, hey, lass uns damit mal lieber in Ruhe, das finde ich schon heftig. Also, ja. Ich weiß ja nicht, wie es so ist, aber wenn ich jetzt auch jemanden sehe, einfach nur in Ulm auf der Straße, der irgendwie ein Shirt anhat, das sage ich jetzt mal einem sehr rechten Spektrum zugeordnet ist, dann spreche ich den auch an. Weil ich denke, man muss ja auch mit den Leuten ins Gespräch kommen und man muss ja auch, ich gebe ja immer noch die Hoffnung nicht auf, dass sich auch jemand dann mal bekehrt, also dass der dann nochmal Argumente aufgreift und sich vielleicht auch mal Sachen danach überlegt. Ja. Ja, die Hoffnung darf man nicht aufgeben. Da gebe ich dir recht. Also der Dialog ist schon der sinnvolle Weg. Ich würde mir allerdings schon wünschen, dass solche Verbände, also gerade so ein Verband wie der DFB, ja, der größte Verband der Welt mit einem wahnsinnigen Einfluss, also der größte nationale Verband, der hätte ja die Position, für Dinge einzustehen und Haltung zu zeigen. Und dass das da nicht geschieht, das finde ich eigentlich schade. Ich meine, bei der letzten WM haben wir gesehen, bei den Schweden, als wie heißt der Spieler, der Jimmy, ja, als der rassistisch beleidigt wurde, da haben die doch dann zusammen diesen Antirassismus-Song aufgenommen und dieses Video gedreht. Kannst du dich erinnern? Ich überlege auch nur nach dem Namen. Ah ja, kann ich mich dran erinnern, ja. Und das war ja vom Verband absolut unterstützt und auch gewollt. Und da fände ich es einfach schade, dass da in Deutschland keiner in der Lage war, klare Kante zu zeigen, als dann Özil oder Gündogan oder jetzt beim letzten Länder- oder vorletzten Länderspiel, als diese ganzen rassistischen Äußerungen fielen. Also, dass da keiner in der Lage ist, Haltung zu zeigen und auch mal was vorzuleben, dann braucht man sich natürlich auch nicht wundern, wenn man nichts dagegen tut, dass man dann solchen Leuten eine Plattform bietet. Eben, dass diese Leute dann eben auch das Gefühl haben, ja, wir werden ja hier eh toleriert. Und ja, genau. Da muss ich, gebe ich dir vollkommen recht, da muss ich der DFB das nämlich auch mal auf die Fahnen schreiben. Nicht einfach nur irgendeine Stiftung gründen, sondern vielleicht auch mal, anstatt nur eine Stiftung zu gründen, auch mal ein politisches Statement abzugeben und einfach mal sagen, hey Leute, das was da gerade abgeht, das kotzt uns richtig an. Und wenn ihr meint, ihr müsst eure doch so deutschen Spieler hier rassistisch zu beleidigen, dann come on, verpisst euch. Das wäre doch mal so, gerne auch in dem Wortlaut einfach mal raushauen. Da kann man schon mal deutlich werden, ja. Ich hab gerade nachgeschaut, übrigens, Jimmy Durmaz heißt ja, der Spieler. Durmaz. Den ich meinte. Mir ist es nicht eingefallen, ich musste gucken. Gib's zu. Ja, dieses also Internet. Das ist. Es hat auch Vorteile, habe ich gerade wieder festgestellt. Nur ganz selten. Also es hat nur Vorteile, wenn es um Sachen nachgucken geht und Katzenvideos. Ich nutze es nur, wenn wir Tribünendach aufzeichnen, sonst bin ich wirklich nie online. Du hast auch noch das Modem dran, gib's doch zu. Du konntest gerade auch deshalb nicht telefonieren übers Festnetz. Also ich sitze im Internetcafé. Ich sitze gerade im Internetcafé. Das ist gut, das ist für mich auch so ein Mythos. Mythos Internetcafé. Da habe ich bisher nur ganz, ganz dubiose Gestalten rauslaufen sehen. Fast so dubiose Gestalten wie drei Spieler, über die wir uns jetzt gleich unterhalten werden. Jetzt sind wir ein bisschen politisch abgerutscht, was ich aber sehr stark finde, weil es ging um Frauenfußball und eben auch einen leichten Rechtsruck und wenig politische Aktivität im Profifußball. Vielleicht nimmt sich das ja der ein oder andere örtliche Verein in der Nähe zu Herzen. Nehmt euch ein Vorbild am TSV Winsen. Die haben nämlich eine Kampagne gestartet und verkaufen ihr Trikot via Crowdfunding. Heißt, du zahlst 120 Euro, kriegst das Trikot und gleichzeitig wird dieses Geld gespendet für die Aktion Winsen gegen Rassismus. Und da muss ich sagen, Hut ab. So kann das funktionieren. Ja. So, jetzt brauchen wir noch Musik für unsere Playlist. Habe ich hier, ja. Oh, hast du auch? Du bist so vorbereitet. Jetzt muss ich kurz. Nein, ich muss natürlich nicht gucken. Ich weiß es, aber ich überlasse dir den Vorrang. Ja, ich habe mich erinnert, ich hatte auf FreeFM habe ich ja die Sendung Herren gedeckt und da hatte ich mal einen Song von Isabella Kaiser, Fußballgefühle. Den hätte ich gerne nochmal in der Playlist.
Ja, da mag man schon, da lässt du dein Netzwerk gerade spielen, da wirst du mich jetzt schon so ein bisschen in die Bredouille bringen. Das macht mir aber gar nichts aus, denn ich denke mir, im Endeffekt müssen auch im Fußball die Jungen und die Jugend zusammenstehen und deshalb packe ich von Leoniden Kids drauf auf die Playlist. Jo, cool. Und jetzt habe ich noch eins vergessen. Wir haben ganz zu Beginn, als es um Frauenfußball geht, deine Veranstaltung angesprochen. Oh ja, Werbung. Ja klar, wir müssen Werbung machen. Logisch. Ja, bei dir geht es ja um das Thema Frauenfußball und das Ganze auch noch für Ummel. Richtig, also am Samstag, Schwersamstag in Ulm, also kurz vom allerhöchsten Feiertag schlechthin hier in Ulm, bin ich um 19 Uhr im Kulturbiergarten des Roxy Open Air. Bei schlechtem Wetter wird es rein verlegt. Mit dem Spielraum wieder, also mit dem Bühnenprogramm für Ulm zum Thema Fußballkultur. Und diesmal heißt Zeit zu glänzen, Frauenfußball heute. Und zu Gast habe ich Professor Dr. Annette Hoffmann, die sich beruflich mit dem Frauenfußball beschäftigt. Und den Jochen Jakob vom FV Asch Sonderbuch. Der ist der erfolgreichste Damentrainer der Geschichte. Und das die zwei werden mit mir genau über den Frauenfußball reden. Und der Clemens Grote liest dazu literarisch passende Texte. Und Invi aus Laupheim machen Live-Musik. Um 19 Uhr geht's los. Das heißt, wir trinken dann noch ein kühles Blondes auch noch alle gemeinsam am Samstag. Hinterher, ja, ist ja Lichterserenade oder wie ich es jetzt seit neuestem nenne, aus werbetechnischen Gründen, Pyro-Show. Spielraum mit zweistündiger Pyro-Show. Ja, Spielraum und im Anschluss haben wir eine geile Pyro-Show auf der Duma organisiert. Hey. Da könnt ihr euch noch hinterher so richtig einen einlöten und schön Pyro genießen. Was ist schon diese KSC-Verabschiedung vom Wildparkstadion? Ja, nichts gegen das, was euch am Samstagabend ab Dämmerung erwartet. Dann zünden wir doch auch gleich nach der kurzen Pause ein weiteres Feuerwerk, aber diesmal verbal. Bis gleich. Bis gleich. Noch fetter, noch größer, noch gigantischer. Wow! Radio Free FM, Werbung, Internet. Normalerweise gibt es nach einer Pyro-Show immer Stadionverbot. Bei uns gibt es dafür nochmal einen extra Part. Willkommen zurück bei Tribünendach, dem Free FM Podcast mit Andy, Louis und Domi. Ja, lauter Is. Genauso wie wir es vorhin auch schon hatten. Und dann noch mit Kalli. Kalli, der Dicke. Der Kalli, der kleine Kalli. Hast du Brot? Mädchen, hat du Brot? Auf jeden Fall, wir hatten es von Pyro und Spielraum. Und wer jetzt immer noch Spielraum hat, weil es jetzt sogar noch einen Anwalt gibt, der sich diesen Fall untersuchen wird, das ist das, worüber wir nächste Woche quatschen. Boah, ist das ein Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger. Das ist geil. Das ist geil. Denn wir haben uns gedacht, nee, wir machen lieber die Zerstörung des VfBs. Was Rezo kann mit der CDU, das können wir auch mit dem VfB. Bei mir ist noch so ein bisschen Herzschmerz mit dabei, ich als Alt-VfBler. Aber was zur Hölle passiert gerade beim VfB? Also es gibt ja eine Schlagmeldung nach der anderen. Gestern am Sonntag bei einer Mitgliederversammlung hat mal kurz der Technikpraktikant dafür gesorgt, dass es WLAN nicht mehr ging. Dachte ich mir ja, ein kluger Schachzug vom Dietrich, ein sehr kluger Schachzug. Ja, Zufall, ne? Ja, Zufall, aber dann heute wird dann bekannt. Kurz vor der Wahl, Zufall. Ne? Und dann jetzt auf einmal so, ich lege mein Amt nieder. So. Und über Facebook. Hat ja nicht mal im Verein Bescheid gegeben. Das heißt, ich habe es auch zuerst über Facebook mitbekommen und anderthalb Stunden später habe ich erst die Meldung vom VfB gehabt. Ich glaube, der Kicker war 10 Minuten früher dran. Aber das spricht doch auch schon mal Bände. Ja, aber lag es jetzt daran, dass der VfB sich so Zeit gelassen hat? Oder hat es einfach über eine Stunde gedauert, bis das überhaupt irgendjemand mal gelesen hat, weil keiner auf sein Profil geht? Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich ist Dietrich beim VfB eher so Abstellgleis gewesen, so nach dem Motto, ach, wir haben gerade nichts mehr zu vermelden. Guck mal. Ja. Guck mal, was der Didi da hinten macht. Der weint schon irgendwie eine Stunde.
Ja, der weint, also der ist echt, man, der ist ja schwer beleidigt, ne? Ja, das ist richtig. Und vor allem ja auch auf die Fans. Und da, ja. Also das fing ja schon alles an. Ich meine, am Samstag, als der VfB mehrere Fans angezeigt hat bei der Polizei bezüglich Beleidigung und Leumdung, wegen öffentlichen Statements auf Facebook unter anderem auch. Also da war man ganz eingeschnappt. Ich verstehe es auch, klar, es ist, aber warum geht man da wäre man dann schon wieder beim Thema, gegen Leute, die jemanden aus dem Verein beleidigen, da geht man über die Justiz vor, aber du darfst Flüchtlinge im Netz beleidigen, dass es kracht und du kriegst dafür noch Likes. So, da wären wir schon wieder bei dieser Doppelmoral, die es im Vereinsleben gibt. Ja, da siehst du natürlich mal, wie da die Machtverhältnisse quasi verteilt sind. Ne? Also das, die einen haben eine Lobby, die anderen nicht. Eben, also das, da fängt schon mal an. Aber okay, dann lassen wir das mal durchgehen. Ist okay, die haben die angezeigt. Das kommt eben bei einem Chaosverein des Öfteren mal vor. Und aber danach Schlag auf Schlag. Also ich bin ja VfB-Mitglied, aber ich habe meine Mitgliedschaft... Warst du dort gestern? Nee, ich habe meine Mitgliedschaft einen Monat zu spät abgeschlossen, wegen der Deadline. Und ich glaube jetzt, durch die Neueinladung, frühestens in 6 Wochen, bin ich ein stimmberechtigtes Mitglied. Und du kannst Präsident sogar werden, das ist ein Posten, ist frei. Ja, nein, ich bin überqualifiziert. Nein. Ich bin in FIFA mit dem VfB jetzt das zweite Mal Trippelsieger geworden. Also wenn das nicht reicht... Du darfst dich nicht an Dietrich messen. Du musst dich an Neuer Vorfelder messen. Ah, da hat mir mein Papa immer so viele schöne Geschichten erzählt. Wie er anscheinend mal in Prag ausgestiegen ist und gedacht hat, er ist in Stuttgart. Oh, sympathischer Typ. Sympathischer Typ. Aber weißt, das war eine Person, mit der konnte man sich irgendwie identifizieren. Weißt, das war so das Aushängeschild des Vereins und bei Dietrich hast du halt so ein bisschen nur die heruntergezogenen Mundwinkel und die Falten im Gesicht gesehen. Und dass das dann halt eben nicht ganz so sexy als Aushängeschild für einen Verein ist, ist mir irgendwie auch klar. Ja, also mir ist gar nicht genau klar, wofür Dietrich jetzt am Ende stand. Außer für eine riesen Geldvernichtungsmaschine, dafür, dass er ständig Leute entlassen hat, dass er da ein Trainerkarussell eröffnet hat, dass er keine überhaupt mal kompetenten Leute neben sich geduldet hat. Also sobald einer mal Ahnung hatte und seine Meinung gesagt hat, wurde der ja offensichtlich entlassen. Und also den Karren so in den Dreck zu fahren, und dann noch beleidigt zu sein und die Schuld bei anderen zu suchen, auf die Idee musste erstmal kommen, ne? Ja, der HSV macht eigentlich alles vor, so nach dem Motto, how to be a Chaosverein. Und dann kam der Schwabe und sagt, kosch mal mein Bierle halte. Aber auch gut, dass das Zitat ja auch, das in seiner Verkundgabe drin vorkam. Er hat ja gesagt, also originallaut, dafür gibt es ja auch das Sprichwort, jetzt kommt das Sprichwort, wenn die Mannschaft gewinnt, ist es der Trainer, wenn die Mannschaft verliert, ist es der Präsident. Jetzt frage ich mich, ich habe dieses Sprichwort noch nie gehört. Nein, also ich hatte vieles von dem, was er so gesagt hat, noch nie gehört. Das Sprichwort. Das Sprichwort hat dem Ganzen dann quasi wie die Krone aufgesetzt. Also ich habe ihn damals vor 2 Jahren referieren hören. Also war das vor 2 Jahren, als er ins Amt kam? Oder vor 3 schon? Ich glaube vor 2. 2, 3, ja, so in den Dreh rum. Ja. Also ist noch gar nicht so lange her, als er quasi da seine Visionen so ein wenig großkotzig präsentiert hat. hat mich damals nicht überzeugt. Ist mir natürlich als Karlsruher generell erstmal relativ egal. Wobei ich schon sagen muss, ich kenne einige VfB-Fans jetzt, da ich ja doch auch schon eine Weile natürlich in Ulm wohne und hier in der Region einfach zu Hause bin. Und wenn man das jetzt mal abgesehen von dieser Rivalität Karlsruhe-Stuttgart auf den Fußball reduziert und schaut, was mit dem Verein an sich passiert und sich nur ernsthaft über Fußball austauscht, dann ist das ja schon, also das ist ja jenseits, also sowas habe ich ja noch gar nicht erlebt. Ja. Das kriegst du ja nicht mal in der A-Klasse gebacken, solche Typen. Also, es ist echt, das finde ich schon, da haben die VfB-Fans jetzt Glück, dass sie einen neuen Präsidenten wählen. Also, ist meine Meinung. Und vor allem, denke ich, ich. Zwei Sachen, die ich auch dazu noch mitbekommen habe. A, Mitgliederanstieg, dass es kracht.
Also ich habe jetzt schon echt viele Screenshots gesehen, auch gerade im Netz, nachdem ich ja wieder meinen Twitter reaktiviert habe, bin ich jetzt ja wieder voll up to date, Halleluja. Ich habe mich mit 21 selten so alt gefühlt wie vorhin, aber auf jeden Fall habe ich dann schon wieder mitbekommen, wie so ein leichter Aufwärtstrend schon wieder da ist. Das gleiche Phänomen war 2015 nach dem Abstieg auch schon der Fall, dass eben... viel der VfB wieder an Mitglieder gewonnen hat, dass es kracht, jetzt schon wieder, dadurch, dass Dietrich weg ist. Und ein Vorteil hat das Ganze noch, die Saison geht in anderthalb Wochen los und du kannst dich jetzt echt wirklich mal auf Fußball konzentrieren. Das finde ich das Gute. Hoffentlich, ja, also für den VfB, klar, aus VfB-Sicht hoffentlich. Wobei dieses Vakuum muss ja natürlich trotzdem irgendwie gefüllt werden. Also du brauchst jetzt trotzdem Leute, die da Verantwortung übernehmen. Ich glaube aber, dass da ein Mislintat und ein Hitzelsberger da schon sehr dahinter sind. Also da muss ich sagen, Hut ab vor der Arbeit bisher. Ich finde einen Transfer ein bisschen blöd, der jetzt gerade im Raum steht beim VfB, das wäre der Wechsel von Dayaku zu den Münchnern, zu der zweiten von Bayern. Fände ich schade, weil ich glaube, Dayaku ist so das erste Sturmtalent, das der VfB seit Gomez eigentlich jetzt wieder rausbringt. Und wenn er jetzt nicht mal diese Chance hat, sich zu beweisen in Liga 2 und man ihn direkt nach München transferiert, wäre das, finde ich, meiner Meinung nach ein falscher Schritt. Aber ansonsten, was für Spieler bisher geholt worden sind, das sind alles bissige, hungrige, junge Talente. So ein bisschen, wie es eben schon Mislintat damals beim BVB gemacht hat. So dieses Aubameyang-mäßig. Du holst dir mal auf ganz viel Risiko mal einen schnellen, versierten Außenbahnspieler und hoffst, dass du daraus einen sehr starken Stürmer formst. Und warum sollte das, wenn es bei Aubameyang geklappt hat, nicht auch bei den jetzigen Spielern vom VfB klappen? Würde mich sehr freuen, aber innerlich wäre ich ganz froh sogar, wenn der VfB vielleicht sogar erst nächstes Jahr aufsteigt und nicht direkt in dieser Saison, dass ich da einfach eine Truppe finden kann. Natürlich, finanziell macht man dadurch einige Abstriche, aber ich glaube, für die langfristige Entwicklung des Fußballstandorts Stuttgart wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, eine Mannschaft mal reifen zu lassen. Ja, ich denke, man muss mal schauen. Also ich habe mir ja sagen lassen, dass gestern Hitzelsberger auch geredet hat und auf der Mitgliederversammlung erzählt hat, dass man jetzt ja eine tolle Nachwuchsmannschaft hat mit der U23 und dort Spieler nachkommen und man sich sehr freut auf die. Und 2 Stunden später wurde dann dieser Wechsel von, wie hieß der gleich, hast du gesagt? Dayaku. Ja, nach München bekannt gegeben. Also da gab es bei den ersten natürlich auch schon wieder fragende und lange Gesichter, ja. Wo man auch nicht weiß jetzt, also ich war nicht dabei, wie gesagt, ich habe mir das nur so erzählen lassen von VfB-Mitgliedern, wo man jetzt einfach auch nicht dann wusste, was man jetzt wieder glauben soll und wo man jetzt tatsächlich wieder dran ist. Und davon abgesehen, klar, Mislintat hat einen guten Namen, aber der VfB hat ja auch einiges an Verlust gemacht und inzwischen, glaube ich, sind die so ein bisschen in der Zweitliga-Realität doch auch angekommen, viel mehr als nach dem ersten Abstieg. Denn die Neuzugänge kommen jetzt ja irgendwie auch mal dann aus Regensburg zum Beispiel. Oder jetzt sind sie ja an diesem Sandhäuser dran. An Förster heißt er, glaube ich. Also so die ganz großen Clubs, wo man sich gerade im Moment umschaut und scoutet, sind das jetzt nicht gerade. Ja, man muss jetzt halt eben wieder so eine junge, wilde Truppe zusammenstellen, die einfach Bock hat, halt auch auf dieses Projekt. Also nicht nur Bock hat, irgendwie jetzt großartig hier sich in die großen Bühnen Europas zu spielen, sondern Bock hat auf dieses Projekt VfB. Und also ich glaube, dass da Hitzelsberger schon der richtige Mann ist, weil er dieses 07er halt noch in sich trägt, dieses junge Wilde, mit den jungen Wilden die Meisterschaft aus dem Nichts zu holen, nachdem man, glaube ich, im Vorjahr mit Trapattoni, ich glaube, 12 Unentschieden geholt hatte oder so und davon 9x0-0 auf einmal so einen angriffslustigen Fußball weiterentwickelt hat. Und ich glaube, dass er da schon auch so ein bisschen der Realität noch einen Ticken näher ist als vielleicht andere und dass dann eben auch gerade so diese jungen Talente, auch die Einkäufe, ich glaube, der Älteste war 25 oder 24, der aus Paderborn, dass da jetzt einfach wieder so eine neue Generation rankommt, ranreift. Natürlich ist es schwierig, ohne einen Führungsspieler wie Gentner im Mittelfeld da vielleicht so eine Einheit zu bilden. Aber ich verstehe natürlich auch Gentner, der direkt das Angebot von Union Berlin annimmt. Wenn du natürlich gesagt bekommst, hey, wir brauchen dich hier nicht mehr beim VfB und da wäre ich, glaube ich, auch zu Union gegangen. Das ist, glaube ich, das spannendste Fußballprojekt, was in den letzten Jahren Bundesliga gespielt hat. Und ich wünsche mir so, also auch wirklich auch aus Stuttgarter Sicht, nach den Relegationsspielen, dass Union die Liga rockt. Ja, schön wäre es, ich glaube es aber nicht.
Klar, also mit. Ich tippe tatsächlich. Also ich habe heute beim angefangen, mir mal fürs Tippspiel, an dem ich teilnehme, Gedanken zu machen. Und Union war tatsächlich der erste Absteiger, den ich gesehen habe. Ui. War wenigstens Paderborn mit dabei? Ja. Und weil ich so einseitig veranlagt bin, habe ich den dritten Aufsteiger auch gleich runter hier, den ersten FC Göre. Aber das kann ich ja nochmal ändern. Das war jetzt nur so mein erster Impuls. Ne? Ich habe mal die Teilnehmerliste hier nochmal durchgelesen und gedacht, ach nee, komm, nee, das sind doch die drei. Aber mal abwarten, ich lasse mich ja auch gerne überraschen. Ich habe ja bekanntlich ein Herz für Underdogs. Oh ja. Also ich verliere gerne ein Tippspiel, wenn da der ein oder andere mich überrascht. Vor allem, ich habe da noch so eine Schwäche für. So wie Düsseldorf letztes Jahr beispielsweise. Ja, Düsseldorf. Gegen die Bayern und Dortmund Schocker in einer Saison. Mhm. Auch selten erlebt. Also echt sensationelle Saison. Ja. Und ich habe ja nicht nur eine Schwäche für Underdogs, sondern bei mir kommen auch noch so Fernschusstore hinzu. Also wenn da noch so ein schöner Zwirbler aus 25 Meter reingeht, da ist es egal, wenn es gegen mein Lieblingsteam ist, sondern da stehe ich einfach nur dran und genieße. Mhm. Also mir wäre es nicht egal, aber gut, wenn das bei dir so ist. Komm, wenn jetzt mal ernsthaft. So einen richtig schönen Zwirbler aus 27, 28 Metern perfekt in den Winkel. Ja, ist okay, wenn es zum 1 zu 8 ist. Oder so. Aber wenn der Zwirbler Punkte kostet, dann ist irgendwas mit rechten Dingen zu. Also dann war vorher ein verstecktes Foulspiel oder Abseits. Also dann stimmt halt irgendwas nicht. Halt. Also das ist, finde ich, immer das Beste, wenn dann das Tor gegen dein Team passiert und du direkt, und es ist 8 Meter kein Abseits, aber das Erste, was kommt, Schiri, das war Abseits. Ist ja klar, Impuls. Das sehe ich ja von hier, das sehe ich ja von hier auf der Couch, dass das Abseits war. Das ist der sogenannte Dietrich-Impuls. Du hast aus der Ferne betrachtet, kennst du dich perfekt aus und laberst halt irgendwas raus. Und bist dann hinterher aber auch beleidigt, wenn es kein Abseits war, also bist du echt schwer beleidigt. Und am besten trittst du dann von deinem Dasein als Fan zurück und sagst, ich komme nicht mehr. Ich schreibe das jetzt mal bei Facebook. Ich schreibe in die Ticketbörse, dass ich meine Dauerkarte von nun an zum Verkaufen anbiete. Ich verkaufe Anteile an meiner Dauerkarte. Jedes vierte Heimspiel verscherbel. Zum Sonderpreis. Zum Aber nur an regionale Abnehmer. Kein Versand, nur Abholung vorm Stadion. Denn man kann es natürlich auch nicht lassen, daheim zu bleiben. Nein, man kommt trotzdem und beschwert sich dann, dass WLAN nicht geht. Ja, oder beschwert sich, dass man da nicht reinkam. Ja, du stehst vorm Stadion, kannst nicht mal gucken, wie es steht, weil dieses WLAN nicht funktioniert. Wer wieder der Techniker, wer wieder der Karl-Heinz. Weil Rainer Adrian den Stecker gezogen hatte. Immer das Gleiche. Ja, sollen wir auch den Stecker ziehen? Wir ziehen auch den Stecker, ja. Dann ziehen wir jetzt auch den Stecker. Ich glaube auch für die erste Sendung geballte Wortkompetenz hier pur. Jeden Donnerstag on air, morgens zur Primetime, ihr hört es ja gerade selber, 6 bis 7 Uhr. Und danach findet ihr das Ganze auch auf Homepage. Noch funktioniert der RSS-Feed nicht. Also nicht wundern, warum ihr uns noch nicht abonnieren könnt auf sämtlichen Streaming-Plattformen. Unsere Techniker klemmen sich dahinter. Sauber. Deshalb, also bei manchen geht's WLAN nicht, bei uns und nicht der RSS-Feed. Im Endeffekt sind wir alle glücklich. Und darauf kommt's ja auch an. So ist es. Haben wir noch Musik zum Abschluss? Ja klar, packen wir noch was drauf. Hey, wir können auf diese Playlist, Andi, wir können da Sachen drauf knallen. Die könnt ihr übrigens auch im Sendungsblog nochmal nachschauen. Wenn ihr nämlich live das Live-Erlebnis von uns haben wollt, dann hört ihr natürlich den Part an, bis zum Ende switcht auf den neuen Tab. Da ist die Playlist offen und dann gibt es erstmal 2 Songs, wenn Louis wieder mit dabei ist, 3. Und dann macht man den zweiten Part. Weil man möchte ja nicht nur dieses Durchhören, nicht so dieses Bingen, wie man es bei Serien macht, einmal Play drücken und dann alles durch und so Bulimie-Lernmäßig. So, man möchte es ja gediegen entspannt über so einen ganzen Tag verteilt anhören. Und deshalb machen wir euch diese Musikzusammenstellung. Und ich habe mir einen Song rausgesucht, schon heute Mittag. Ich habe heute schon ein bisschen Vorarbeit gesorgt. Und zwar genau zu diesem Thema habe ich die Hosen. Ich würde nie zum FC Bayern München gehen. Hey, und ich habe tatsächlich heute mit meinem Kumpel Chris, der eingefleischter VfB-Fan und Mitglied ist und auf dieser Versammlung gestern auch war, mit dem lange geredet über Abgründe, die sich da aufgetan haben.
Und er war dann irgendwann heilfroh, als die während der Arbeit die Meldung kam, dass der Präsi zurückgetreten ist. Und deswegen wünsche ich mir auch in Gedanken ganz bei ihm: von Tonsteine Scherben, macht kaputt, was euch kaputt macht. Das ist ein guter Song. Den habe ich gar nicht nur unter so einem Fußballer-Aspekt bisher noch gar nicht betrachtet. Werde ich hier aber von nun an machen, ja? Ja. Dann packe ich noch von Pink drauf, Dear Mr. President. Ah, schön, schön. Ja. So, Andi, dann wünsche ich dir jetzt mal noch einen schönen Abend. Wir sind ja transparent. Danke. Es ist Montagabend. Mhm. Wir haben uns heute schon verbal die Fresse poliert, sozusagen, mit unserem ersten Part. Dann haben wir entspannt die Führhand geschlagen. Dann haben wir uns gedacht, ein bisschen VfB-Bashing gehört auch noch ganz dazu. Und weil es so wichtig ist, haben wir uns noch über Frauenfußball und allgemein Politik und Sportplatz unterhalten. Eine schöne Stunde, die wir da zusammenbekommen haben. Und ich hoffe mal, dass der Louis nächste Woche noch ansprechbar ist. Der ist auf dem FSJ-Seminar und ich glaube, da wird ziemlich viel gesorgt. Oh, du meine Güte. Ja. Boah, okay. Ja. Louis, wenn du das hörst, schreib mir. Bitte. Harte Nummer. Wir machen uns hier aktiv Sorgen. Ja, bitte melde dich. Hier spricht Hans Meiser. Bitte melde dich. Louis. Ach, Louis. Wir trinken Louis, der VfB braucht dich. Komm heim, Junge. Du brauchst kein Training, aber du musst einfach am Sonntag auf dem Platz stehen. Man darf ja keine Talente zersieben. Das ist ganz wichtig. Man muss die langsam fördern. Und wenn dieses langsam Fördern ein Training beinhaltet, wird es schon echt schwierig. Jetzt findet man kein Ende mehr. Gell? Jetzt können wir eigentlich schon wieder eine Stunde weiter. Ich hab genau das Gleiche gedacht. Irgendwie, eigentlich waren wir doch schon weg. Jetzt sind wir immer noch da. Ja, wir sind, lass uns gehen. So, wir machen jetzt einfach hartmäßig. Tschüss. Ja, wir machen jetzt ein hartes Ende. Ein ganz hartes Ende. Macht's gut, wir hören uns. Die Blutgrätsche zum Abschluss. Die Blutgrätsche. Also, bye bye. Ciao. Ciao, wir hören uns. Macht's gut. Radio Free FM präsentiert. Tribünen.